Merry Christmas. Ho, 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 Merry Christmas. Hallo, meine lieben Nasen und Näsen. Und willkommen bei dem kleinen Weihnachtsspezial. So extra für Weihnachten, für euch und so. Ja, ja, wenig spoilern. Komm, komm, komm. Wir spielen heute Days Before Christmas und erzählen ein bisschen und ich hau so meine Weihnachtsgrüße raus, wie jedes Jahr. Optionen, die Tristik, kein Zwei-Player, habe ich keinen. Ich bin kein... ein Player, natürlich. Oh, oh, oh. Oh, ne, interessiert kann. Oh, Adventskalender, interessiert schon. Santa's Hallway. Auch schön. Und los geht's. Oh, guck, da ist er. Oh, oh, oh. Wupp. Wupp. Oh, ist cool. Hey. Ups. Ja, wie gesagt, der Hauptgrund, warum ich eigentlich dieses Spielchen spiele, ich habe mir gedacht, pass auf, ich mache nicht nur einfach so ein Weihnachts-Vlog oder sowas, sondern ich zock einfach ein bisschen was dazu, ne, damit es nicht so langweilig wird. Ja, ich wollte einfach mal ein paar Grüße... Ist das cool? Ich wollte einfach ein paar Grüße raushauen, an ganz, ganz viele Leute, gerade auch an die Leute, die mir öfters mal zuschauen, wenn ich was spiele. Natürlich an ganz viele andere. Vielleicht das Jahr ein bisschen Revue passieren lassen. Ist ja wie ein Secret of Mana. Ich mache eine Kiste auf, was ist eine Bombe drin. Ja, das gibt's viel zu sagen. Das Jahr ist vorbei. Ich spiele Weihnachtsspiele. Und rutsche. Das ist ja geil gemacht. Und rutsch an Zuckerstangen. Ja. Ganz ehrlich, ich bin froh, dass das Jahr vorbei ist. Ich meine, ich hatte viel Spaß dieses Jahr. Aber ganz ehrlich, es ist so viel passiert in der Welt und auch in meinem Leben und überall. Es ist, naja, da ist man froh, dass man mal ein bisschen seine Ruhe hat, das Jahr ausklingen lässt. Ne? Mit so einem schönen Spielchen hier. Ja. Wo fange ich an? Ist gar nicht so einfach. Als ich geboren wurde, war ich noch sehr jung. Keine Ahnung. Klingel? Nein. Ist echt schwierig, sich zu konzentrieren, was man hier spielt und dann auch irgendwas zu erzählen. Ja, ich meine, mein Jahr wurde ja tatsächlich sehr schön eröffnet. Ja. Kann man sehen, wie man will. Ja, man hatte so auf, sag jetzt mal, Arbeitssuche hatte man nicht so viel Glück. Level completed. Hat man nicht so viel Glück. Da hat man öfters mal in die Scheiße gelangt mit den Arbeitgebern und so weiter. Deswegen, ne, macht man hier auch ein bisschen mehr jetzt mit Let's Plays und so, weil man nicht die Zeit dafür hat. Und let it snow. Ja, dafür, am Anfang des Jahres durfte ich ein paar sehr verrückte Menschen kennenlernen. Hatte ich die Ehre dazu und das Vergnügen. Und zwar spiele ich ja seit Anfang des Jahres in einer Folk-Metal-Band namens Vera Lux. Ne? Hier mal groß fett Werbung einblenden. Ne? Hier, Vera Lux. Ja, und da hat man jetzt bis zum Jahresende schon viel mitgemacht. Zwei Konzerte gespielt, wir sind gerade dabei, die Demo aufzunehmen. Und man hat echt verdammt viel Spaß mit den Jungs und Mädels. Wenn ihr mal unsere oder meine Videos gesehen habt, wenn ich mal irgendwelche Veganer verarsche oder so. Ne, dich dabei nicht. Der hat genau dich. 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 Und dich. Dich auch. Dich. Naja, dich nicht. Aber ihr wisst, wen ich meine. Und es ist, wie gesagt, es ist niemals böse gemeint. Ich habe die Leute so lieb. Ja, und man fängt jetzt eben an etwas... Man fängt jetzt an, etwas professionelle Musik zu machen, dafür weniger professionell zu spielen. Yay! Toll, kacke. Voll verkackt. Ja. Wie gesagt, ich spiele jetzt da in der Band und es macht Spaß und...
Was will man da viel mehr erzählen? Ich freue mich echt drauf, dass mehr draus wird, dass man einfach noch ein bisschen was miteinander machen kann, vielleicht sich tatsächlich mal schafft, öfters zu sehen, außer in den Bandproben und an Konzerten. Das wäre super. Ja. Ansonsten, ne, meiner Familie geht's gut, das freut mich. Meinen zwei Katzen geht's gut, das freut mich auch. Meiner Liebsten geht's auch gut, das freut mich auch sehr, 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 sehr. Ne, an. Weiß nicht, ob sie irgendwann mal dieses Video sehen wird, ob sie sich dafür überhaupt interessiert, aber ne, ich bin froh, dass ich dich hab. Oh. Ach, es war gar kein. Ich bin gar nicht gestorben. Ich bin in ein anderes Level gefallen. Das ist ja crazy. Ja, nee, wie gesagt, ich bin echt froh, dass ich sie hab. Dass es dieses Jahr tatsächlich sehr stressfrei für uns lief. Ne? Ohne Streit, ohne großen Zoff. Tut auch mal gut. Rudolf, der Rettnose. Kann ich auf die reiten? Ich wollte auf die reiten. Oh. Ja, wie gesagt, der Familie geht's auch gut. Finde ich auch schön. Und ich freue mich auch echt auf die Weihnachtsfeiertage und auf das Jahresende mit euch. Ich glaube, das wird wieder ganz spaßig. Oh. Und dann alle natürlich, die mir sonst so zugucken, auch einen sehr, sehr, sehr lieben Gruß. Es macht tatsächlich. Was? Was? Was war denn das jetzt? Santa wurde zu Dämonen-Santa. Das ist ja crazy. Warum kenne ich dieses Spiel nicht? Ich sag, ich habe gerade recherchiert, ob es irgendwelche weihnachtsgethemten Spiele gibt. Und bin dann über das hier gestolpert. Das ist tatsächlich echt witzig. Das macht echt Spaß. Ja. So viel erstmal von den Grüßen. Ich weiß nicht, wen ich noch alles grüßen soll. Es gibt so viele Leute. Ne? Fühlt euch einfach alle gegrüßt und geknuddelt und geknuffelt. Das finde ich gut. Ne? Und falls ich irgendjemanden vergessen habe, der kann an alle Vergessenen, fühlt euch auch angesprochenen. Ja, diese verfickten Scheiß-Pinguine. Peter, Peter, der Weihnachtsmann verprügelt Pinguine. Oh, ich habe nur ein Mützchen. Das ist gar nicht so einfach. Ja. Wie gesagt, ich freue mich, dass das Jahr vorbei ist. Ich meine, manche Leute warten jetzt vielleicht drauf, dass ich irgendwelche politischen Themen oder sowas anschneide. Kann ich sie vergessen. Nicht auf meinem Kanal. Klar, es ist schrecklich, was momentan in der Welt passiert, aber ne, man möchte ja irgendwo auch mal seine Ruhe davon haben. Und sich vielleicht doch einbilden, ja, die Illusion der heilen Welt ist immer noch da. Ne? Level completed. Ne? Siehst du? Heile Welt. Der Weihnachtsmann completed Level. Ne? Das heißt, wenn jetzt die nächsten Tage keine Geschenke kriegt, ne, bin ich schuld, weil ich so scheiße gespielt habe und den Weihnachtsmann getötet habe. Aber ich bin schon an Tag 4. Siehst du? Blue Magic. Ja. Sag mir nicht, das ist ein Wasserlevel. Sag mir nicht, das ist ein Wasserlevel. Bäh. Ich hasse Wasserlevel. Es gibt keine schlimmeren Spiele, Levels und was weiß ich was, als die im Wasser spielen. Ich sag nur Ocarina of Time bei Zelda. Ne? Der Wassertempel. Hm. Huch. Boah, ich spuck dich wieder aus. Auch der hat mich verpackt. Das ist ja cool. Warum kenne ich dieses Spiel nicht? Naja. Ne, wie gesagt, politische Themen wirst du hier auf meinem Kanal nicht finden. Keine Chance. Ist nicht so, dass ich mich nicht dafür interessieren würde und mir das wirklich egal wäre, aber wie gesagt, hat ja einfach nichts zu suchen. Genauso
in meiner Musik wirst du auch nie irgendwelche politischen oder religiösen Themen finden. Passt einfach nicht zusammen, finde ich. Ja, Musik und solche Spiele, die sind einfach gedacht, damit man abschalten kann. Damit man Spaß dran hat, ne? Spaß am Spielen, ne? Spiele sind zum Spaß haben da. Ja. Also momentan muss ich sagen, habe ich noch Spaß an dem Spiel. Das ist tatsächlich... Ja. Ja, ich habe heute übrigens auch einen Spezialgast eingeladen. Den werde ich jetzt dann nach dem Level auch kurz mal hier ein paar Worte sagen lassen. Ja. Das heißt, nicht erschrecken, wenn jetzt dann gleich mal ein kurzer Cut kommt und auf einmal jemand anders hier in der Kamera ist. Das ist sowieso... Ach süß. Ist ja Premiere. Mein erstes Spiel mit Facecam. Oh, oh, hey. Ja, der da, der da. Naja, auf jeden Fall gleich nach dem Level, falls ich es schaffen sollte. Aber momentan stellen wir uns ganz gut an. Kommt ein kleiner Spezialgast. Wird euch auch ein paar Grüße sagen. Vielleicht ein paar nette Worte mit aufs auf den Weg geben. Ne? Deswegen, Level completed, Level vorbei. Ich blende mal kurz um. Ne? Und ihr seht jetzt gleich, seht ihr den Spezialgast. Ne? Achtung und Spezialgast. Hallo? Hallo, bin ich schon drauf? Oh, ja. Hi. Also, ich bin der Spezialgast, vor dem der dicke Bärtige da drüben geredet hat. Nee. Ich bin die Kuh. Die Kuh? Sag mal, willst du mir nicht mal einen richtigen Namen geben, außer die Kuh? Nein. Oh. Na gut. Ja, also, ich bin die Kuh und ich wünsche euch auch allen, natürlich, dir und dir und dir, wünsche ich allen ein schönes Weihnachtsfest. Ja, ich hoffe, ihr frecht keinen Rindsbraten. Muss nicht sein. Obwohl es gut schmeckt. Ich weiß. Aber der dicke Bärtige hat mir ja schon erzählt, dass euch bei euch ein paar Veganer und Vegetarier dabei sind. Bin ich auch. Und dann kotze ich es wieder hoch. Ungefähr so. Nein, ich zeig's euch nicht. Ich durchbahn. Ich durchbahn. Ne? Ich durchbahn. Jo. Der hat gesagt, ich soll Witze erzählen. Und Grüße sagen an euch. Aber mir fällt kein Witz ein. Was ist die höchste Erhöhung in Ostfriesland? Eine Kuh. Ha! Ich weiß nicht, Kühe sind nicht witzig. Die sind nur verdammt cool. Du hast gesagt, ich soll Witze erzählen. Also. Und, ja? Ja? Ich hab ne Katze als Haustier. Wisst ihr, wie die heißt? Die heißt? Mushi. Ja. Okay. Der Dicke da drüben winkt ab. Ich soll aus dem Bild gehen. Also, dann gehe ich aus dem Bild, gehe zurück auf meine Weide. Ja. Also, dann noch viel Spaß bei diesem coolen Weihnachtsspiel. Und
rutscht gut rein, aber rutscht nicht aus. Also dann, lasst es euch gut gehen, sagt der Dicke da immer. Tschüssi, sagt er immer. Sag ich nicht. Ich sag, Merry Christmas. Und ein cooles Fest. Cooles Fest. Ja, ich gehe ja schon. Also, bye bye. Ja, das war er. Unser Spezialgast, ne? Die Kuh. Die Olle. Mensch, bin ich froh, dass die Kuh auch da ist. Ne? Ohne die Kuh wäre es echt langweilig. Ja, gut. Soll ich noch eins spielen? Ich weiß nicht. Ach komm, in das nächste Level schauen wir noch rein. Ne? Dann Tag 5 ins Türchen. Und dann ja, entlasse ich euch in euren... Oh, na toll. Entlasse ich euch in eure schöne Weihnachtsfeiertage und so weiter und so fort. Boah, die Musik ist super. Das ist einfach cooles. Ne? Oh. Ach nö. Ach nö. Jetzt kommen sehen. Löcher, in die man reinfallen kann. In einen Jump and Run. Ach, blöder Kackpinguin. Ich weiß schon, warum ich kein Linux spiele. Ne, siehst du aber, was ich für euch mache. Bäh. Ups. Ach komm. Ach komm. Weihnachtsmann verliert gegen Fisch. Also da war ich nicht dran schuld, ne? Also falls ihr keine Geschenke kriegt, bin ich nicht schuld, sondern der ekelhafte Fisch. Hm? Klingelingeling. Ha. Ich glaube, das sind Checkpoints in dem Spiel. Hä? Ah, da. Boah, das ist ein bisschen fies, dass man nicht sieht, wo man hinspringt. Wow. Ach was. Ich muss den auf die... Aha, ich muss den auf die Mütze schießen. Es ist der... Wichser. Also, frohe Weihnachten, aber... Fixer, blöder. Kack, scheiß, kack, blöder. Doofschneemann, kack. Ich will jetzt doch schaffen. Ja, genau. Und der blöde Fisch erwischt mich natürlich noch. Ha! Jetzt kriegst du. Oder hält er was aus, der Schneemann? Na? Mann! Hey. So cool, wie der sich in seiner Mütze versteckt. Ja! Yes! Fieses drin, nein? So. Tada! Wir haben den bösen Schneemann besiegt und somit Weihnachten gerettet. Weihnachten ist gerettet. Ich bin begeistert. So. Ja, damit lasse ich es gut sein mit dem schönen Spiel. Wie gesagt, falls ihr das selber spielen wollt, es nennt sich Days Before Christmas. D-A-Z-E am Anfang. Days Before Christmas. Für den Super Nintendo. Sehr zu empfehlen. Glaube ich. Weiß ich nicht. Ich habe es gerade das erste Mal gespielt und nicht wirklich weit. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche dir und dir und dir. Dir auch. Ich wünsche euch allen wunderschöne Feiertage.
lasst euch reichlich beschenken, schlagt euch den Bauch voll mit dem leckeren Essen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns gesund und munter dann nach Weihnachten oder vielleicht erst im neuen Jahr wieder. Ich weiß nicht, wann ich weitermache. Vermutlich mit Secret of Mana da, natürlich. Oder vielleicht mit irgendwas anderem mal. Mal gucken. Mal schauen, was sich so ergibt. Ja, bleibt gesund. Vielleicht kriegen wir doch noch weiße Weihnachten. Ne? Schneemann ist jetzt besiegt, der den ganzen Schnee an sich reingefuttert hat. Tap, 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 tap. Ja, wie gesagt, ich und die Kuh sagen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Macht's gut. Bis dahin. Tschüssi.